Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind gerade hier angekommen, haben die Kinder weggebracht im Kindergarten und essen ein bisschen was und dann fange ich direkt an zu arbeiten. Heute habe ich noch viel vor. Und du musst ich deinen Shop auffüllen. Ja, meinen Shop auffüllen, die Bestellungen machen. Viele haben geschrieben, dass die Artikel verfügbar waren und als sie sie bezahlen wollen, nicht mehr. Ja, das kam dadurch, dass sie dann direkt ausverkauft waren. Wurde ich jetzt nämlich ganz oft angeschrieben, was da denn los wäre. Und ja, dann habe ich nämlich noch neue Sachen für den Shop, die ich getestet habe jetzt mit meinen Kindern. Und wenn diese Produkte meine Kinder überlebt haben, sind sie top. Jetzt wirklich, das ist kein Scherz. Und ja, dann zeige ich euch nämlich heute auch, wie es oben aussieht. Solange es noch aussieht, wie es aussieht, weil ich habe gestern noch eine Stunde wieder aufgeräumt, denn die Kinder hatten ja Besuch und ja, die waren aber so lieb, dass ich das dann schnell selber in eine Stunde aufgeräumt habe. Und was hast du dazu zu sagen? Gott sei Dank bin ich ein Mann und habe solche Sachen nicht im Kopf. Aufräumen, Wäsche machen. Der Freddy macht Wäsche. Echt? Freddy. Also gut. Schatz, du bist mir schon oft im Weg. Also, Idi, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt zu Sarah. Also erstmal Video hochladen, ne? Ja. Das ist das Wichtigste, Video hochladen. Genau, und dann fahren wir zu... In die Stadt kurz. In die Stadt zu Sarah, genau. Ja, geschminkt habe ich mich nicht. Ich habe immer noch so leichte Wehen, deshalb lasse ich das heute mal sein. Mit dem Video für meinen Beauty-Kanal. Hast du Hausschlüssel? Nein. Ich habe es, glaube ich, wieder reingemacht, wo wir ihn immer aufbewahren. Ja, mir geht es so ein bisschen, die letzten Tage bin ich so spät immer schlafen gegangen, das ist, denke ich mal, einfach zu viel. Und das Wetter, es wechselt ständig von kalt auf heiß und jetzt haben wir, denke ich mal, nicht mehr als 20 Grad. Und gestern, vorgestern hatten wir 30. Da hatte ich auch Probleme mit den Füßen und jetzt regnet. Es regnet! Hui! Also das Wetter ist jetzt nicht gerade toll, aber egal. Schatz, ich habe gerade eingekauft. Probier mal die Sachen an. Wo ist denn die kleine Kabine? Draußen? Genau. Mann oder Memme? Beides. Also ich habe ein bisschen einen Sale gekauft. Eine Sache für die Achille, weil die haben noch keinen Sale gemacht für die Kinder. Einen weiteren. So, fand ich voll süß und die Qualität von Wuppertal ist genial. Richtig der Preis ist ja wirklich in Ordnung, die ne? Qualität, ja, ja. Die Qualität wirklich in Ordnung. Aber bei den anderen Sachen warte ich, bis wieder Sale kommt. Ja. Komm, lass mal ein bisschen zur Seite gehen. Also ich heb mal Geld ab. Ich hab noch Geld. Echt? Warum sagst du das denn vorher? Weil ich es dir nicht geben mein Geld. Jetzt mein Geld kommt. Frag mich nicht, warum hast du Geld? Gestern hattest du noch kein Geld. Hat sie auch keins. Jetzt hat er Geld. Ich habe dafür gesorgt, dass ich Geld kriege. Zeig mal die Stadt. Danke. Oh, Shane. Also ich soll euch unbedingt die wunderschöne Stadt zeigen. Das ist Luisencenter, Darmstadt. Darmstadt wieder Darm. Der Anfangsdarm und Enddarmstadt. Wir hatten jetzt hier Heinerfest, müsst ihr unbedingt mal besuchen. Wirklich rappelvoll und sehr. Ja, die Claudia war sogar bis eins da. Heute. Ja, es war wirklich, wirklich schön. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, langsam kriege ich auch Hunger. Ja, die Richtung. Meinst du? Ja. Okay. Wir bräuchten wirklich diese Kamera, wo man so halten kann. Hätten wir auch viel mehr Aufnahmen. Die Kleine? Mhm. Die Lochis machen auch, glaube ich, damit Videos. Ja. Ich glaube schon, weil die hatten auch diese Fischaugen-Option. Gehen wir mal hier hoch, weil hier gibt es mehr Möglichkeiten zum Essen. Um eine Kleinigkeit zu holen, haben wir jetzt Ditch besucht. Brezel und ich habe mir noch Nachtisch geholt. Irgendwas mit Nougat. Das wird so dick wie Messer.
Ja, also wir haben einen Freund, der ist total leider ein bisschen dick. Übergewichtig und sowas. Ja, Mesut, bitte abnehmen. Fünf Sterne Hotel in 2 Wochen waren die da. Genau, ne? Ja. In Ankara, nee, Ankara nicht, Antalya. Das war. Too much für ihn. Too much. Jetzt steht er morgens um 6 Uhr auf, geht joggen und dann frühstückt er heftig um 7:30. Dann geht er auf die Arbeit. Ja, der ist trotzdem rund. Ja, jetzt sind wir in Klumstadt angekommen, wo wir wohnen. Und vielleicht joggt ja der Mist gleich vorbei. Genau. Und holen die Kinder ab. Und mir ist gerade aufgefallen, wir hätten Brezel für die Kinder mitnehmen können. Und wir haben gar nicht daran gedacht, dass wir gleich zu Hause sind. Wir dachten, wir hätten ein bisschen mehr Zeit. Ja, haben wir nicht. Wir dachten, wir kommen rechtzeitig zu den Kindern. Ja, wir haben nur daran gedacht, die Kinder nicht zu spät abzuholen. Kinder. Achso, ich filme mich gar nicht. Und dieses Objektiv ist jetzt nicht so schwer, weil es ist das Standardobjektiv von meiner Kamera und es ist total leicht. Julia, schmeckt's mal aus? Also meine Lieben. Ich bin so fertig. Ich habe hier jetzt oben gestaubsaugt und Wäsche gemacht und dafür habe ich fast 1 Stunde gebraucht. Ja, also als Schwangere dauert alles etwas länger und ich bin total aus der Puste. Naja, jetzt essen wir erstmal. Gibt es auch hier echte Pokals? Echte Pokale? Ja. Ja, gibt es auch. Aber nur in Afrika. Ja, genau. Und bei Afrika und nach anderen Ländern. Genau, heute spielt Deutschland. Was sind Themawechsel? Weißt du? Pokal, weißt Afrika? Du, die Frau Keiner war mal in Afrika. Oh, haben sie sie da gegessen? Schade, gell? Die haben Essen. Aber die Frau Werner schmeckt auch nicht gut, oder? Menschen dürfen man nicht essen. Genau. Man ist keine Artgenossen. Sag, was du das dann willst, ne? Weil die, manche Afrikaner sowas machen. Idiot. Afrikaner? Das war keine. Ja, manche. Das war eine Tierin. Meine Puppe. Genau, ja, manche. So die war dort. Richtig, die war dort. Der Baba macht Quatsch, ne? Der ist. Die Melanie, meine Gruppe, die in der Tierin. Ist sie lieb? Ganz lieb. Super. Echt? Okay. Wen hast du, die Frau Werner und? Werner. Frau Werner heißt die. Nicht Werner. Frau Werner und Werner. Werner ist noch eine Kissen. Die macht das Essen. Ja, wenn man, wer kocht besser, Baba oder die im Kindergarten? Die im Kindergarten. Das mit der Essen, ganz lecker. Was ist mit meinem Essen? Auch gut. Ist meins besser oder im Kindergarten? Beides. Super, Mensch. Ah, ich hab was für dich. Er will unbedingt der Bessere sein. Ich zieh meine Augen zu. Na, okay. Ich kann nicht mehr lange Augen haben. Jetzt die Augen zu. Augen zu! Du Ungeduldsmaus! Tada! Heute Morgen wolltest du es doch haben! Ich bin noch mal hin. Hilfe! So mit. Und ich meinte mit Kürze. Da waren tja, die mit Kirschen, da waren nur die mit Erdbeeren, mein Schatz. Aber da war noch was anderes. Nee, das waren die. Eine Blume? Für die Artelia? Da habe ich keins. Jetzt musst du das mit diesem Modus aus noch mal machen. Guck mal, wie Artelia guckt. Ich liebe, wenn sie ihre Lippen übermacht. Artelia, wollen wir Baba rausschmeißen? Der hat eins. Ach so. Hat er mich reingelegt? Was lachst du? Freddy schreibt, das wird schon. Mit dem Zelten? Okay. Ja, vielleicht dann zu nur doch bei denen im Garten, Idi. Ist ja auch nicht schlecht.
Also ich sag gerade nicht das, was der Idris hören will. Genau. Bevor er meckert an dem, was ich sage, ist er einfach still. So, meine Lieben, ich wollte euch mal schnell zeigen, was ich gekauft habe, weil ich ja jetzt so etwas, runder bin als sonst, habe ich mir so ein T-Shirt in größer gekauft, aber das finde ich auch, selbst wenn man richtig schlank ist, total cool, wenn man so größere Sachen anhat manchmal. Und dann zum Beispiel eine kurze Hose oder irgendwie sowas. Und ja, der Slogan, ja, das habe ich nicht demnach gekauft, sondern weil die Farbe mir gefallen hat. Und es war von 10 Euro auf 3,99 Euro reduziert. Dann habe ich noch gekauft, ja, so ein Oberteil hier jetzt. Und ich denke auch das, wenn man sehr schlank ist mit einer hellen Jeans und Absatzschuhen, sieht dann richtig schön aus. Und für jetzt halt mit vielleicht schwarzer Leggings. Und Ballerinas von 16,95 Euro auf 7,99 Euro. Und ein Oberteil, was ich gerne bei Beauty-Videos anhaben würde, weil da fehlt mir immer, das sieht dann immer so alles so gleich aus. Und bei YouTuberinnen gefällt es mir, wenn oben halt etwas so bestickt ist. Beauty Peachy hatte das jetzt so, glaube ich, auch an, hatte mir sehr gut gefallen. Und ja, deshalb habe ich mir das geholt, das war etwas teurer. Es hat so viel gekostet wie der Rest. Ich glaube 20 Euro war das von 40. Fand ich aber so ganz schön. Heute spielt Deutschland, ne? Mhm. Ich krieg wieder Wehen. Mit meinen Schiechern. Und ich krieg, guck mal, fass mal an, Bauch. Oh, wow. Krass, ne? Mhm. Und ich spanne nicht an oder sowas. Wird richtig zum Bauch. Idi? Ja, ich weiß. Komm mal her. Oh. Oh, Schatz. Süß, oder? Wow! Du brauchst keine Wand. Ja, hallo, ich kann es nicht frei. Ja, Amateur, du. Ah ja. Ja, was ist denn das? Bienchen jetzt aber. Gleich mache ich es. Okay, ja. Bist du gegen die Steckdose geknallt oder was? Gegen das? Muss ich mir dann später angucken. Celine, sind wir jetzt zu Hause? Guckst du unser eigenes Video an? Ja. Und dann kannst du weiter. Katze geht weiter. Oh Mann, wo ist die Katze? Wo ist die Celine? Celine, wo ist die Celine? Da. Da ist die, da! Celine ist weg! Celine ist wieder. Da. Da. Mama. Mama, die Katze. Die Katze ist da, Katze ist weg. Die Katze ist weg. Wer ist das? Mama, ich meinte Mama. Nee, Mama selbst. Mama. Nee, Isel, hättest du das Spiel genommen, hättest du auf einmal auf Blau gedrückt oder hättest du es gelassen? Die Katze ist nicht mehr da. So. Das die Zähne ist da. Und ein dreckiges Kleid ist da. Da. Ja. Ausziehen? Nur dicke Bauch. Schon dicke wieder. Bauch. Schon wieder. Dicke Bauch. Oh, du bist furchtbar, du kannst gar nicht einkaufen. Letztes Mal hatte 50 Euro genommen und wollte ein bisschen was einkaufen. Und dann haben wir nur gegrillt. So, meine Lieben, ich sehe total zerwuselt aus, aber jetzt egal. Es ist total spät und ich wollte eigentlich schon längst schlafen. Sie hat einfach irgendwie zu viel Energie und wollte unbedingt noch was essen. Mittlerweile spielt sogar Deutschland.
Also wir können uns vorstellen, welche Uhrzeit wir haben. Eine späte. Die anderen schlafen. Der Idi darf heute ausnahmsweise länger weg, denn Deutschland spielt. Und gerade sehe ich etwas, was nicht gerade schön ist. Und jetzt habe ich weggeschaltet, weil ich habe eben, ich wollte den Ton ändern und habe umgeschaltet. Dann lieber doch Sport als das, was ich eben gesehen habe. Eine ältere Dame, die Bauchtanz gemacht hat. Das sah nicht gerade toll aus. Naja, egal. Ja, Celine, Schatz, sag mal tschüss. Tschüss, meine Lieben. Bis morgen.